Guten Morgen. Also, eigentlich bin ich äh, richtig sauer, muss ich ganz ehrlich sagen. Und finde, äh, dass Mecklenburg sich hier überhaupt nicht einig ist, was nun wirklich ist. Ich muss mal die Frau Schwesig fragen, was die dazu sagt. Also, ich war heute bei der Kinderärztin in Grivesmühlen. Wir haben ja nur eine Kinderärztin. Und ich habe gedacht, die hilft mir da ein bisschen. Ich habe ihr gesagt, ich habe meinem Kind Kontramontan gegeben und Prospan. Sie mag keine Medikamente und hält überhaupt nichts von Medikamente. Ach, und dann ist die Ärztin. Ich sage ja, was mache ich denn jetzt? Ja, ich schreibe ihnen Nasentropfen auf und die geben sie nur nachts. Sie wecken das Kind immer nachts auf. Ich sage, wie bitte? Das Kind muss auch mal schlafen. Nein, das muss immer nachts aufgeweckt werden. Ähm, irgendwie scheint sie das mit China irgendwie zu vergleichen oder ich ich weiß es nicht. Also ich weiß nicht, was da abgeht, aber irgendwie ist das alles nicht normal in meinen Augen. Jedenfalls soll ich das Kind andauernd nachts wecken und ihr Nasentropfen geben. Und am Tag hat sie nur zu schnauben. Ich sage, okay, gut. Also, sie schreibt weiter keine Medikamente auf. Sie mag keine Medikamente. Das war die Aussage der Ärztin. Und das ist keine Verleumdung. Es ist die Aussage der Ärztin, sie verschreibt keine Medikamente und mag keine Medikamente. Aber es Ärztin. Komisch, ne? Ist aber irgendwie falsch im Beruf oder so. verstehe ich alles nicht. Also hier kannst du wirklich den Bock zum Gärtner machen. Wirklich. In diesem Deutschland. Also wirklich wahr. So, dann hat sie gesagt, sie will einen Corona-Test machen. Ich sage, wie wird denn das gemacht? Weil man muss ja auch ein Kind das vorher erklären. Mein Kind hat natürlich Angst, ne? Weil die Kinder ja auch schon mal gesagt haben, sie hat Corona und Corona. Und dann sagt sie ja, sie muss mit einem Dings in den Hals rein oder in die Nase bis zum Hals hinten ran. Ich sage, sagen Sie mal, geht's ihnen noch gut? Da können wir nicht in die Nase und bis zum Hals hinten ran. Wie geht das denn? Nee und dann durch den Hals. Aha. Ja und entweder ich mache das jetzt mit, ich beruhige mein Kind und ich dass sie andauernd Angst hat, denn sie hat noch fünf andere Patienten. Also überhaupt gar kein Einfühlungsvermögen. Überhaupt gar kein Einfühlungsvermögen. Faktum war, ich musste sie festhalten und noch eine Schwester und dann sind sie ihr in den Hals gegangen und haben den Abstrich gemacht. Ja. Und mir standen die Tränen in den Augen. So. Das mal dazu. Der Corona-Test ist dann heute Nachmittag um 16 Uhr da. Den kann ich vom Internet abrufen. Und der Schwerin muss man da reingehen und äh, kann sich den dann ausdrucken, ob eine Corona ist oder nicht. So. Ähm, dann habe ich sie gefragt, weil mein Kind nicht so gerne Obst oder dieses oder jenes isst. Ja, ich habe keine Tablette dafür. Das müssen Sie schon als Mutter machen. Das Kind muss das essen. Aha, sage ich. Es gibt aber Kinder, die mögen das nicht. Also eine Struktur. Und wenn mir noch einer mal erzählt, hier ist keine Maßregelung, Ey, den erkläre ich für blöd, sage ich euch ganz ehrlich. Denn hier herrscht Maßregelung. Und das ist eine Ausländerin, die Maßregelung macht. Also ich finde das so beschämt und traurig, wie sowas als Kinderärzten hier arbeiten kann. Ich habe jetzt meinen Allgemeinarzt angerufen und habe gefragt, ob mein Kind jetzt damit hinkommen kann, weil sie ist ja schon in dem Alter. Er sagt, es ist kein Problem. Ich gehe zu dieser Ärztin nicht mehr.